Servus Leute, gerade wird der Patch 15.5 aufgespielt mit einer 8-stündigen Downtime. Das ist ganz schön lang und da tut sich einiges. Wir haben Patchnotes bekommen und die schauen wir uns in diesem Video mal an. Viel Spaß! Den Link zu den Patchnotes packe ich euch natürlich unten ins erste Kommentar, da könnt ihr es euch selber durchlesen. Und schauen wir mal, Patch 15.5 und als erster Hinweis steht hier oben, as part of this update, PvE Zone Raids will temporarily using Game Servers. Es wird mehr Game Servers geben. Also, alle PvE Raids werden auf Online-Servern stattfinden und nicht lokal gehostet werden. Ich denke mal, das hat damit zu tun, dass man während der Magic-Zeit da irgendwie ordnen kann oder sonst was. Auf jeden Fall, PvE erstmal auf Online-Servern. Dann, List of Changes. Inventory Interaction Matching. Partial Player Interaction with Stash, Profile and Flea Market is now available during the initial phase of matching. The functionality is limited to the period of searching for a server. Also man kann Partial, also teilweise, kann man mit dem Stash, mit dem Profil und mit dem Flea Market ja, interagieren, Sachen machen, während man Matching hat. Also das heißt, während man ein Game sucht, Matching-Zeit, ja, kann ein bis, keine Ahnung, 5 Minuten dauern, je nachdem, wie viel Server man ausgewählt hat. Und danach, wenn geladen wird, hat man keinen Zugriff mehr. Also es ist letzten Endes bloß die halbe Ladezeit, hat man die Möglichkeit, auf den Stash zuzugreifen. Aber gutes Feature, hat man wenigstens ein bisschen was zu tun. Und added the ability to move and sort items in Stash. Also man kann auf den Stash zugreifen, man kann auf dem Flea Market verkaufen und man kann in Tasks sehen, also man kann sich seine Quests anschauen und so weiter. Added the ability to view the equipment and health status of the players in the group by matching. This feature applies to scavs as well. Also man kann sich das Equipment anschauen von seinen Mitspielern, von seinen Group-Membern und bei scavs wohl auch. Die Frage ist, ob man auch sein eigenes Scav-Gear anschauen kann. Das wäre nämlich ein interessantes Feature. Aber ja, schauen wir dann mal. Dann Achievement Rewards. Also es gibt jetzt Rewards für Achievements, die wurden ja schon versprochen. Bestimmte Achievements haben Rewards. These Rewards will not disappear with global or personal Vibes. Also bleiben über den Vibe bestehen, auch wenn man sich im PvE zurücksetzt oder im PvP kann man sich auch zurücksetzen. Und man kriegt die dann über eine Ingame-Message mit unendlich Storage Time. Also die werden nicht verschwinden. Player who have earned multiple achievements in the Tag of Mystery Event will receive Rewards for each Achievement. Okay. Es gibt Tag of Mystery. Ich weiß gar nicht genau, was das war. Also man kriegt auf jeden Fall die Rewards. You can view Achievement Rewards by hovering over the Achievement Icon on the Character Screen. Also im Achievement Tab kann man das auch sehen, was man bekommt. Involved in Peace, Local Strongman, da kriegt man den Mr. Kermans Cat Hologram. Und dann hier Achievement Master of Ultra, das ist der Tracksuit. Den, ja Killer, seine Klamotten. Die, das ist 100-mal Killer töten und dann kriegt man den Addict Tracksuit. Previously the Addict Tracksuit was awarded for completing the Stylish One Task. The Stylish One, die Quest gibt's nicht mehr. Wenn man die schon diesen Vibe erledigt hat, dann behält man den Tracksuit und danach kann man das bloß noch über 100-mal Killer übers Achievement bekommen. Und hier, the Addict Tracksuit Upper Clothing and Holo requires Recommend 3 und Level 48. Scheinbar kann man ihn dann ab Level 1 tragen, den Tracksuit. Interessante Sache, wenn man das Achievement hat, also lohnt sich dann auf jeden Fall. Dann, wichtiges Feature, Quality of Life, Pinning Items in Stash. Added the Pin and Lock Functions for Items. Es gibt zwei Funktionen, Pinnen und Locken. Pin Feature, Pinned Items don't get auto-sorted, but you can move them manually. Also man kann Sachen pinnen, man kann sie aber noch hin und her ziehen. You can pin an item in the following ways, Rechtsklick. Und dann pinnen, through the pinning mode, which activated by clicking the icon in the stash or PHK. Which is activated by clicking the icon in the stash. Okay, es gibt den pinning mode, den kann man klicken. Da gibt es wahrscheinlich irgendeinen Button am Stash. Oder man drückt P und kann man auch umbinden den P, dann kommt man in den pinning mode. Wahrscheinlich ist dann dieser Modus aktiviert, dann kann man durchklicken, was alles gepinnt werden soll. Und dann den Mode wieder ausmachen. Ich hoffe, dass es so ist. The pin status is lost when you move item, an item in the inventory or start a raid. Also dieser Pins, das Pinnen ist bloß, ja, temporär. Das heißt wahrscheinlich, wenn man anderes gelockt hat und dann kann man schnell Sachen pinnen, die jetzt beim Autosort nicht verschoben werden wollen, wenn man autosortieren will. Also zum Beispiel, man will, dass ein Rucksack an der Stelle bleibt oder irgendein Item, dann macht man schnell Pin und dann kann man autosorten und dann geht der auch wieder weg. Dann das Lock-Feature. Locked items cannot be deleted, sold or moved or used, except for opening containers. Also, das ist ein bisschen, ja, fest, dann sind sie wirklich gelockt. Man kann sie nicht löschen, nicht verkaufen. Und sie werden wahrscheinlich auch nicht fürs Hideout genommen. Locking prevents items from being used in crafting. Da steht es auch. Upgrades, selling, bartering, being used in weapon builds. Also man kann dann Sachen einfach
da locken und die werden nicht verwendet und werden auch nicht verschoben. You can lock an item in the following ways, through the right-click oder Locking Mode oder L-Key. Also es ist dasselbe wie beim Pinnen. Mal sehen, dass ihr es hier auch seht. L-Key und man kann diesen den Bind auch wieder ändern. Container Interaction. Pinned or locked items can be stored inside containers and their status is retained when the container is moved. Also, man kann Sachen im Container pinnen oder locken und der Status bleibt auch erhalten, wenn, oder retained. Jetzt bin ich nicht sicher. Retained. Tatsächlich fehlt mir da die Vokabel. Entweder bleibt so oder es bleibt nicht so. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. If a locked item is inside a container, it cannot be deleted, moved from the stash to the inventory. Okay, also gelockte Items. Wenn da was Gelocktes drin ist, kann der Container nicht gelöscht werden. Dann Weather Seasons. Herbst-Season wird jetzt anfangen und später wird dann noch Late Fall, also es wird auch noch einen Spätherbst geben. Interessant, wir sind schon ein bisschen weiter fortgeschritten, aber ja, BSG orientiert sich, glaube ich, nicht mehr an der echten Jahreszeit. Deswegen kriegen wir jetzt erst Herbst und dann gibt es den Spätherbst, dann kommt der Winter. Ich denke mal, der Spätherbst wird noch diesen Vibe kommen und dann der Winter im nächsten Vibe. Aber ja, mal sehen, wie das aussieht, haben wir ja noch nicht gesehen, ne? Neue Jahreszeit. Map-to-Map-Travel, adjusting the transition zones on certain locations. Now, after loading to the next location, players will appear as close as possible to the corresponding transition zone. Also, bei den Transitions gibt es eine kleine Änderung. Wenn man eine Transition nimmt, dann spawnt man jetzt möglichst nah an dieser Transition, also wo man rauskommt auf der nächsten Map. Das heißt, wenn man zum Beispiel Lighthouse auf Shoreline, Path to Shoreline nimmt, dann spawnt man in der Nähe von Path to Lighthouse. So, das ist die Änderung. Die Spawns passen halt dazu, wo man auf die Map gekommen ist. Das ist gut. Dann Weapons. Ein interessantes Feature oder eine interessante Waffe ist gekommen. Die habe ich erst überlesen, weil mir der Name so MPS Auto Assault 12 Gen 1 und 2 Automatic Shotguns gar nichts sagt. Aber das ist die AA-12 Shotgun. Davon gibt es auch die Weiterentwicklung, die USAS-12. Kennt man aus anderen Spielen, so aus Battlefield mit der Explosionsmuni, ne? Wird es viel ein Begriff sein. Mal sehen, was das für eine Shotgun ist. Explosionsmuni, denke ich mal, wird es nicht geben. Aber die AA-12 Shotgun. Interessante Addition. Und added new mounts to allow installation of B-Pods on more weapons. Also es gibt jetzt von Magpul einen M-Lock B-Pod Mount. Ich denke mal, damit kann man dann den B-Pod an wesentlich mehr Assault Rifles und sowas machen. Odin Works Keyboard B-Pod Adapter. Okay, da kann man auch irgendwo einen B-Pod dran machen. AXMC kriegt einen B-Pod-Mount. Das ist die Waffe, bei der ich den B-Pod am meisten vermisst habe. Die hat ihn jetzt. Und dann neue Attachments für die SCAR, fürs G36 und die AUG. Interessant, schauen wir uns dann in-game an. Und dann List of Fixes. Visual Artifacts, okay. White Display Fix, okay. Soft Lock, wenn irgendwas passiert. Geometry Fixes, Inability to use from containers. Also, fix the inability to use items from containers when using Weapon Builds, also Weapon Builds sollte jetzt besser funktionieren. Dann fix the display of killer's name, okay. Fix the incorrect calculation player's wide, okay. Fix the player's guess appearing in random location in a short time before spawning. Das sind diese Geisters-Guess, die sich so auf der Stelle gedreht haben und so, ja, halb durchsichtig waren. Das waren rein spawnende player's guess. Gab es auf einigen Stellen, auf Factory hat man das gesehen oder auf Streets zum Beispiel in der Mitte von der Kreuzung. Das ist jetzt gefixt und AI Aggression towards players sitting inside the BTR. Das war's mit den Patch Notes. Die sind nicht ganz so umfangreich, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Das Engine Update ist nicht dabei. Leider. Das Engine Update ist nicht dabei. Sie haben da ein bisschen was. Es gab ja die Roadmap vor mehr als 5 Wochen. Da stand bei 15.4, dass das Engine Update kommt. Das ist 15.5. Engine Update ist nicht dabei. Ich nehme mal an, da hat sich was verschoben. Da gab es Probleme. Und ja, hier Performance und Sound und sonst was, was auch auf der Roadmap stand für 15.5. Das steht hier nicht drin, kann aber gut trotzdem drin sein, weil sie schreiben sowas auch mal gerne nicht auf die Patch Notes, aber das schauen wir uns dann in-game an und vielleicht erfahren wir heute Abend nochmal mehr. Es gibt nämlich um 16:30 heute einen Podcast und ich gehe auch schwer davon aus, dass hier das Halloween-Event mit reingepatcht wurde und dass das heute Abend oder nach der Downtime dann auch losgeht oder während des Podcasts aktiviert wird. Sie haben da was geplant, aber da will ich nicht zu viel vorwegnehmen. Und für den Podcast werde ich natürlich nochmal ein extra Video machen. Und ja, wie immer könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr in der Patch vermisst, was ihr gut findet und so weiter. Und ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar, wie gesagt. Wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann. Inside.
been counting.